Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hier Aufgaben aus der Physik. Es geht um Geschwindigkeit. Ich lese ganz kurz mal die Aufgabe vor. Veronika fährt auf der Autobahn mit einem Tempomat. Ein Tempomat ist ein Gerät, was die Geschwindigkeit konstant hält. Und zwar ist dieser Tempomat exakt auf 108 Kilometer pro Stunde eingestellt. Und wir sollen jetzt mit Hilfe dieser Vorgaben die Aufgaben in dieser Tabelle lösen. 108 Kilometer pro Stunde bedeutet, dass wir pro Stunde 108 Kilometer zurücklegen. Deswegen können wir die erste Aufgabe hier schon mal ganz einfach machen. Also in einer Zeit von einer Stunde werden 108 Kilometer zurückgelegt. Bei der Aufgabe, wo es darum geht, wie viel Meter man pro Sekunde, also in eine Sekunde zurücklegt, müssen wir diese 108 Kilometer pro Stunde in Meter pro Sekunde umwandeln. Das geht mit einer kleinen Rechnung. Also die Vorgabe ist ja 108 Kilometer pro Stunde. Wenn wir von Kilometer nach Meter umrechnen, können wir das machen, indem wir diese Zahl einfach nehmen und dann mal 1000 rechnen, weil 1 Kilometer sind ja 1000 Meter. Deswegen müssen wir also die Kilometerzahl mal 1000 rechnen und wir haben dann 108.000 Meter, die wir pro Stunde zurücklegen. Zum Zweiten müssen wir die Stunde hier in Sekunden umwandeln. Wie viele Sekunden hat eine Stunde? Auch diese Rechnung ist relativ einfach. Eine Stunde hat 60 Minuten. Jede Minute hat 60 Sekunden. Also nehmen wir 60 mal 60 gleich 3600. Und so haben wir also in einer Stunde 3600 Sekunden. Also jetzt kann man sagen, dass man 108 Kilometer pro Stunde auch so schreiben kann. Da haben wir nämlich 108.000 Meter durch 3600 Sekunden. Also die 108.000 Meter entsprechen der 108 Kilometer und die 3600 Sekunden entsprechen der einen Stunde, sodass wir also hier diese Angabe in Kilometer pro Stunde umgerechnet haben in Meter pro Sekunde. Jetzt müssen wir nur noch hier die 108.000 durch 3600 Sekunden teilen, das machen wir mit dem Taschenrechner und herauskommen dann 30 Meter pro Sekunde. Das bedeutet, 108 Kilometer pro Stunde sind das gleiche wie 30 Meter pro Sekunde. Es gibt hier einen einfachen Trick, wie man das auch ohne diese großen Zahlen hier ausrechnen kann, wie man also von der Kilometer pro Stunde Zahl auf die Meter pro Sekunde Zahl kommt. Das will ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Wenn man die Geschwindigkeitsangabe in Kilometer pro Stunde hat, dann teilt man diese Zahl, wie zum Beispiel hier die 108, einfach durch 3,6 und die Zahl, die rauskommt, ist dann die Geschwindigkeitsangabe in Meter pro Sekunde. Umgekehrt, wenn man von Meter pro Sekunde auf Kilometer pro Stunde kommen will, muss man die Meter pro Sekunde Zahl mal 3,6 rechnen und dann kommt man auf Kilometer pro Stunde. Also, ihr könnt ja zum Probieren einfach mal die 108 Kilometer pro Stunde nehmen und das durch 3,6 teilen und ihr werdet dann auch auf 30 Meter pro Sekunde kommen. Ja, das ist also eine Vereinfachung, wenn ihr nicht diesen langen Weg gehen wollt mit den Metern und den Sekunden, die in einer Stunde stecken. Damit können wir jetzt einen weiteren Wert in die Tabelle einfügen. Pro Sekunde legen wir 30 Meter zurück. Das sind also dann 30 Meter. Ja, wenn wir in eine Sekunde 30 Meter zurücklegen, dann legen wir in 15 Sekunden das 15-fache zurück. Also dazu machen wir uns mal eine Tabelle, wenn wir das rechnerisch machen sollen. In die linke Spalte dieser Tabelle, dieser Kreuztabelle, kommt die Zeit. In eine Sekunde legen wir 30 Meter zurück. Das haben wir hier herausgefunden. Wie viel Meter legen wir in 15 Sekunden zurück? Wir rechnen einfach eine Sekunde mal 15, um auf die 15 Sekunden zu kommen. Dann müssen wir auf der anderen Seite bei der Strecke auch die 30 Meter mal 15 rechnen. Das sind 450 Meter und das bedeutet ganz einfach, dass wir in 15 Sekunden 450 Meter zurücklegen. Bei der nächsten Spalte haben wir hier 30 Sekunden, also wie viel Meter oder wie viel Weg legen wir in 30 Sekunden zurück. Auch hier machen wir genau dasselbe. Wir machen eine Tabelle.
In eine Sekunde legen wir 30 Meter zurück. In 30 Sekunden müssen wir die Zeit also mal 30 multiplizieren, um von der einen Sekunde auf die 30 Sekunden zu kommen. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite mit den 30 Metern. Die müssen wir auch mit 30 dann multiplizieren und herauskommen dann 900 Meter. Bei der nächsten Aufgabe ist dann zur Abwechslung der Weg gegeben. Die Zeit soll berechnet werden. Diese 1,8 Kilometer wandeln wir in Meter um, weil wir ja die Angaben hier bei Sekunden auch in Metern haben. Und 1,8 Kilometer muss man mit 1000 multiplizieren, weil jeder Kilometer ja 1000 Meter hat. Und 1,8 Kilometer mal 1000 ergeben 1800 Meter. Und ja, wie kommt man von der 30 Meter, von den 30 Meter, die wir pro Sekunde zurücklegen, auf 1800 Meter? Das heißt, wir müssen die 30 multiplizieren mit welcher Zahl? Das kann man ganz einfach herausfinden, indem man die 1800 durch die 30 teilt. Da kommt dann 60 raus. Das heißt dann also, im umgekehrten Fall muss ich von 30 Metern die 30 Meter mal 60 nehmen, um auf 1800 Meter zu kommen. Wenn ich auf der rechten Seite bei dem Weg mal 60 rechne, muss ich auf der linken Seite auch mal 60 rechnen und einmal 60 sind 60 Sekunden. Das bedeutet ganz einfach, dass ich hier 60 Sekunden brauche. Ein anderer Weg, um das herauszufinden, ist, 1800 ist das Doppelte von 900 und wenn ich für 900 Meter 30 Sekunden gebraucht habe, dann brauche ich natürlich für die doppelte Strecke auch die doppelte Zeit, also 60 Sekunden. So, kommen wir zu der nächsten Aufgabe. In 20 Minuten legt man welche Strecke oder welchen Weg zurück. Auch das kann man einfach lösen, wenn man ein bisschen nachdenkt. Diese 60 Sekunden hier oben, das ist ja eine Minute. Und wenn ich von einer Minute auf 20 Minuten kommen will, muss ich hier mal 20 rechnen. Dann muss ich also auch beim Weg oder den Weg mal 20 rechnen. In einer Minute lege ich 1,8 Kilometer zurück. 1,8 mal 20 ergeben laut Taschenrechner 36 Kilometer. Da das jetzt eine große Zahl ist, gibt man das besser in Kilometern an und nicht mehr in Metern. Kommen wir jetzt noch zu der letzten Aufgabe. Welchen Weg legt man in 1,5 Stunden zurück? Dieser Bruch 1,5 ist ja 0,5. Davor steht eine 1, also sind das 1,5 Stunden. Dazu muss man also hier folgende Rechnung machen. Von einer Stunde auf anderthalb Stunden zu kommen, muss man also die eine Stunde hier mal 1,5 rechnen. Dann muss man den Weg hier unten auch mal 1,5 rechnen und 108 Kilometer mal 1,5 sind 162 Kilometer. So, liebe Schülerinnen und Schüler, das waren ein paar Beispiele, wie man mit der Geschwindigkeit rechnen kann. Ich hoffe, es war alles verständlich und nachvollziehbar. Danke fürs Zusehen.